Der Professional Management, Facility Management Lehrgang an der TU Wien war für mich vom Thema her einmal das einzig Richtige aufgrund meiner beruflichen Aufgabenstellung. Und ich wollte jedenfalls etwas auf universitärem Niveau machen. Und da hat sich die TU Wien natürlich auch als TU mit ihrem Image und mit dem Angebot des Professional MBA als das einzig Richtige erwiesen. Kein Widerspruch, sondern eigentlich spannend. Und ich bin Betriebswirt von meiner Grundausbildung und wollte mir unbedingt diese technischen Aspekte auch noch dazu holen. Und deshalb war die Gewichtung Technische Universität für mich eigentlich ausschlaggebend. Jeden Tag. Also in meiner Tätigkeit, ich bin Geschäftsführer eines Technologiezentrums mit 7 Standorten, insgesamt ca. 50.000 Quadratmeter Nutzfläche zu verwalten, mit 150 Kunden. Die Kunden sind Firmen, in denen über 1.000 Mitarbeiter tätig sind. Wir haben alles von People, Place and Process, was wir unterstützen und begleiten im täglichen Leben dieser Firmen. Jedenfalls, erstens festigt er mein Erfahrungswissen. Man darf auch nicht unterschätzen die rechtlichen Verantwortungen, die man hat als Betreiber, also die Betreiberverantwortung. Und zweitens hat er irgendwo auch den Horizont geöffnet in die Richtung, wie man auch innovativ so einen Standort weiterentwickeln kann. Und ein Technologiezentrum sollte ein innovativer Betriebsstandort sein für technologieorientierte Betriebe. Viele Highlights. Also es war also für mich immer spannend, von Salzburg nach Wien zu fahren, einmal im Monat. Dann war es sehr, sehr nett von der ganzen Kollegenschaft, also das Team. Das ist ganz entscheidend auch, wenn man sich so einer Zusatzbelastung aussetzt. Und ich bin auch begeistert gewesen von den Vortragenden, seien es die Experten aus der Praxis oder die aus der Universität. Es war auch die Internationalität gegeben, auch dieser fremdsprachliche Aspekt, dass also 2/3 circa in Englisch abgehalten wurden, hat mich motiviert und hat mich weitergebracht.